Hallo Freunde, heute gibt es ein schönes Steak vom Kabeljau. Ich mache heute kohlenhydratfrei, deswegen gibt es nur den Kabeljau und eine kleine Soße dazu. Die Soße besteht aus Schalotten, Weißwein, Sahne, Limette, Knoblauch, etwas Speck und klassisch für Fisch Dill. Des Weiteren Olivenöl, Salz und Pfeffer. Beginnen möchte ich mit der Soße. Kommt etwas Olivenöl in meine Pfanne. Nicht zu viel. Dann der Speck. Bisschen verteilen, dass alle Stücken Kontakt zum Boden kriegen. Das ist ein bisschen groß, kommt raus. Eine Minute angebraten. Jetzt kommt meine halbierte Knoblauchzehe dazu, einfach nur um das Fett zu aromatisieren. Jetzt kommt meine Schalotte dazu, ich habe dann doch nur eine genommen und die sehr, sehr fein geschnitten. Jetzt wird das Ganze mit etwas Weißwein abgelöscht. Und wir warten jetzt so lange, bis der Wein so weit reduziert ist, dass der Alkohol raus ist. Die Bratgeräusche kommen wieder. Das bedeutet, wir haben keine oder nur noch sehr wenig Flüssigkeit in der Pfanne. Ich gebe jetzt etwas frische Milch dazu. Salz. Pfeffer. Ziehe das Ganze jetzt mal auf die hintere Platte und stelle meine Grillpfanne auf. Meine Soße wird jetzt anfangen, etwas zu köcheln. Allerdings möchte ich nicht, dass es zu dick wird. Ich gebe mal auf die Grillpfanne maximale Temperatur und werde jetzt den Fisch präparieren. Da passiert nichts weiter wie etwas Salz. Und Pfeffer. Von beiden Seiten. Etwas Olivenöl drüber. Ich habe mir hier von Oil and Vinegar, das ist so ein Laden, der verkauft Öle und eben auch Essig, habe ich mir diese Flaschen gekauft mit diesem herrlichen Dosierverschluss. Da war ich ja schon lange scharf drauf. Und jetzt kommt mein Kabeljau-Steak in die Pfanne.
nach 4 Minuten gewendet. Und kurz bevor der Fisch fertig ist, zupfe ich jetzt etwas Dill und gebe den mit in die Soße. Und auch hier gilt, wenn man die Rückenflosse leicht entfernen kann, so wie hier, dann ist der Fisch fertig. Ich gebe jetzt noch den Saft von einer halben Limette drüber. Man kann auch Zitrone nehmen, klar. Aber ich finde, Limette ist immer etwas feiner. Jetzt kommt die Soße. Etwas Deko. Und fertig ist mein Kabeljausteak. Ich freue mich schon drauf. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen.